Hallo ihr Lieben, hier bin ich schon wieder. Ich möchte mich gerade mal bedanken für die Kommentare, die ich gestern bekommen habe, für mein erstes Video, wo ich vor der Kamera bin. Ja, ich habe sehr nette Kommentare bekommen, habe ich mich sehr darüber gefreut. Und daher dachte ich, warum nicht, mache ich doch direkt heute mit euch nochmal ein Video. Und ja, es ist schon spät, ich schaue gerade mal auf die Uhr, es ist schon fast 10 Uhr. Nachts. Aber egal, ich hatte heute eh schon einen ziemlich langen Arbeitstag hinter mir, habe heute 9 Stunden von zu Hause aus gearbeitet. Bin sehr froh, dass meine Firma mir die Möglichkeit gegeben hat, das zu machen. Ich bin mit meinem ganzen Krempel, den ich brauche, um zu arbeiten. Ihr wisst ja mittlerweile, ich bin technische Zeichnerin. Also ich bin mit einem Kofferraum voll Bildschirm und Rechner und allem drum und dran nach Hause gezogen. Und wenn ich euch jetzt sag, wo ich das alles aufgebaut habe, also in meinem Bastelzimmer, wie ihr seht, sieht man nichts. Mein Bastelzimmer, das ist mir heilig, da kommt niemand rein. Nee, ich bin auf dem Esszimmertisch. Man darf es eigentlich niemand sagen. Also, pst. Aber meine Familie kommt gut mit klar. Ja, aber das war natürlich abgesprochen. Klar, man weiß nicht, wie lange diese Situation anhält. Aber ich habe große Kinder. Meine Kinder, die leben in ihrer Einraumwohnung, sage ich immer. Die kommen hauptsächlich zum Essen raus. Und da haben wir noch eine andere Möglichkeit. Von so her, alles gut. Keine Panik. Es läuft. So, und jetzt möchte ich euch zeigen, was ich heute Abend noch vorhabe, mit euch zu machen. Und zwar, ihr habt ja in meinem Junk Journal gesehen, ich male auch ganz gern mal was, obwohl ich bin kein besonders guter Künstler oder sonst irgendwas. Habe ich einfach mal angefangen. Ich bin kreativ, okay, ja, aber mehr auch nicht. Und ich sag's euch, so wie ich manche Sachen mache, wird sich so manch einer, der wirklich viel Aquarell oder Watercolor malt, der wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was ich da mache. Aber ihr wisst ja, ich schalte meine Bullenhutart, also mir ist das egal. Ich mache, wie ich denke, und jetzt zeige ich euch mal, was ich vorhab. Heute Abend noch so 30 Minuten lang vielleicht mit euch noch zu machen. Für mich ist sowas Entspannung pur. Ich kann richtig gut abschalten. Ich kann auch wunderbar schlafen. So, jetzt zeige ich euch mal. Ich habe nämlich schon mal eins gemacht. Ich wollte so eine kleine Serie machen. So würde das aussehen. Ich weiß nicht, ob ihr es richtig sehen könnt. Ich zeige es euch nachher nochmal dann gleich, wenn die Kamera sich umdreht. Ich filme ja alles mit meinem Handy. Also ich habe jetzt diese Frontkamera drin und die filmt natürlich nicht so toll. Darum sehe ich auch so ein bisschen verschwommen aus. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Sieht man nicht die Falte so. Ja, jetzt geht's los. Wenn ihr Lust habt, dann macht einfach mit oder probiert es mal aus. Es ist wirklich nicht schwer. Wenn ich es hinkriege, bekommt ihr das auch hin. So, also bis gleich. Ihr seht gleich wieder meine Finger, nur von oben. Ich baue jetzt hier um und dann geht's los. Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal. So, hallo, ich bin wieder hier, habe alles umgebaut. Ja, so sieht es aus. Es wird so eine kleine Blumenwiese. Ja, ich finde, das passt immer. Es ist jetzt dann Frühling und das wollen wir zusammen machen. Das hier ist mein uralter Aquarellkasten. Den habe ich garantiert schon 20 Jahre. Wie ihr seht, sind nur alle Töpfchen voll. Also so viel habe ich doch noch nicht gemalt. Und den hier, da habe ich mal so ein Video gesehen. Und den fand ich richtig toll. Und rosa natürlich. Ich bin so ein richtiges Verpackungsopfer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ich irgendwas sehe, was toll verpackt ist oder so, dann meine ich oft, ich muss das haben. Naja, auf jeden Fall, die Schachtel ist süß, die bewahre ich mir auf. Und ja, und das sind schon so besondere Farben. Ups, von Paul Rubens. Mhm, ich habe gerade mal geguckt. Ja, das sind so Glitzer, Aquarell, Watercolor Farbe.
Richtig schön sind die. Ja, und jetzt geht's mal los. Ich blätter das einfach mal um. Das ist so ein ganz einfacher Skizzeblock. Da lasse ich auch die Sache eigentlich so drauf. So, was ich euch empfehlen würde, ist, dass man mit Washi-Tape so ein bisschen den Rand abklebt. Das finde ich immer ganz hübsch. Ja, dann sieht es, hat es gleich so ein schöner Rahmen. Das Bild dann. So, machen wir das mal ganz schnell. Das ist jetzt auch nicht so ein besonders teures Papier. Das ist ja einfach nur so, um so ein bisschen was auszuprobieren. So. Also erschreckt nicht, das sieht am Anfang ziemlich wild aus. Aber muss gerade mal schauen, ob alles drauf ist. Jawohl. So. Und mit diesem Monsterpinsel mache ich das. Das ist ein auch schon uralt. Keine Ahnung. Und Da Vinci ist sogar. Okay. Den habe ich schon ewig. Also mal ein guter Pinsel sich zu kaufen, ich glaube, das ist nicht verkehrt. So, jetzt fangen wir einfach an. Ah ja, was gut ist, wenn ihr mit so Wasserfarbe oder Watercolor malt, einfach die mal so ein bisschen anspritze vorher mit so einer Wasserflasche. Dann kann sich das schon so ein bisschen löse, das Ganze. Ich habe hier schon so ein bisschen Rot. Kommt immer gut. So, jetzt fangen wir einfach an. Wild irgendwo. So ein paar kleine schöne Fläche zu malen. Ohne drüber nachzudenken. Einfach nur so ein paar Farbfläche. Den Pinsel schön auswaschen zwischendurch. Und jetzt machen wir ein bisschen was Gelbes dazu. Was Gelb-Orangenes, auch nicht schlecht. Oder zitronig. Da ein bisschen kleine Tupfer. Ist halt auf einer Blume, wie es so aussieht, wenn es schön blüht. Ist alles irgendwie vorhanden. So. Dann natürlich liebe ich hier meine Glitzerfarbe. Die müssen natürlich auch ins Spiel kommen. Noch so ein bisschen was überall was hin. Natürlich sieht das Bild jetzt anders aus wie das andere, aber die Natur ist auch immer anders. So. Ich überlege gerade, ob man ein bisschen was Blaues mit reinnehme. Warum eigentlich nicht? Vergiss mir nicht mehr. Ein bisschen was Blaues. Schadet nicht. Das lockert das Ganze auf. Was ich jetzt aufpasse, ist, dass ich nicht wirklich so in die andere Sache reinkomme. Ihr könnt natürlich mit Blau hier auch in das Rot rein. Da kennt man ja. Dann sollte das so ein bisschen einen lila Stich geben. Das dürft ihr natürlich auch machen. Das macht es auch interessanter einfach, indem ihr einfach so ein bisschen rumspielt. So, erstmal genug gespielt. Das würde ich jetzt mal gern kurz trocknen lassen. Jetzt machen wir gleich ein zweites. Ich lege das mal weg, dass es ein bisschen trocknen kann, antrocknen kann. Jetzt machen wir gerade noch mal eins. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ich fange gern mit so Hellfarbe an. Und auch was Blaues dazu. Da dürfen auch gern
Seht mal hier, da stehen so richtig jetzt die Wassertropfe. Das macht nichts. Ich das mal kurz vortrocknen. Ich hole das andere wieder. Wenn ihr Zeit habt, ihr könnt auch föhnen oder ihr lasst euch einfach Zeit, ihr macht was anderes. Aber ich möchte jetzt nicht da bis heute Nacht um zwei hier sitzen. So, jetzt kommt was. Da wird mancher denken, jetzt spinnt sie komplett. So, ich nehme ziemlich viel Farbe auf und ich klopfe da einfach so ein bisschen ab. Sehr gern mache ich das mit so einem Pinkton, Pink-Lila, weil die trocknet ganz toll. Wenn es dann mal vom Pinsel kommt, Vorführeffekt. So, jetzt ab. Gut. Ich tausche wieder. Und dann nehmen wir gerade nochmal so eine Ladung voll. Der Pinsel ist ziemlich voll mit Wasser und gut mit Farbe. Und wie bei so einem Winterlandschaftsbild, wenn man da so weiße Farbe drauf spritzt, so mache ich das jetzt einfach nicht mit weißer Farbe, sondern mit Gelb oder mit diesem Violett, mit diesem Glitzerviolett. Jetzt machen wir noch Gelb hinterher. Hoppalotte. Bisschen heftig, macht nichts, erschreckt noch nicht, ihr braucht nicht davon rennen, das ist alles noch im grünen Bereich. Man könnte meinen, ich weiß, was ich mache. Stimmt nicht wirklich. Wir experimentieren. Und das ist genau das, was es ausmacht. Habt keine Angst davor, sondern probiert euch aus. Es sieht keiner, wenn es euch nicht gefällt, schmeißt es einfach weg oder zerschneidet es und klebt es irgendwo in euer Junk Journal rein. Gerade egal. So, auch wenn es jetzt nicht so aussieht, glaube ich, das wird ganz gut am Schluss. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, was ich vorhabe, auch machen soll. Und zwar habe ich hier so eine normale Folie. Da war mal irgendwas verpackt drin. Ja, wisst ihr, ich schmeiße so gut wie nichts mehr weg. Die ist mir jetzt ein bisschen frisch. Ich nehme gerade mal das da. Das ist schon ein bisschen vorgetrocknet, meine ich. Aber nicht so sehr feucht. So. Da stehen jetzt noch die Wassertropfen. Und ich lege das jetzt einfach mal drauf. Ganz mutig. So. Und fahre einmal so drüber. Oder zweimal. Und da es ja durchsichtig ist, kann man jetzt ganz gut sehen, was passiert ist. Die Fläche sind größer geworden und die Grundfläche für unsere Blumen, die ist jetzt schon mal da. Man glaubt es nicht, aber das wird eine Blumenwiese. So. Das machen wir mit der auch. Könnt ihr die gleiche Folie nehmen, auch die gleiche Seite. So. Dann mache ich es auch. Da seht ihr jetzt, die war sehr feucht noch, das sind jetzt große Flecke entstanden, aber das tut auch nichts zur Sache. Das lassen wir jetzt einfach so trocknen. So, und jetzt ist noch nicht ganz trocken, aber egal. Jetzt probieren wir mal mit so irgendwelche Grüntöne, die ich hier schon mal so ein bisschen angemischt habe. Ein bisschen Gelb dazu. Da machen wir jetzt ganz locker, so wie so Grasstriche, ne? Von unten nach oben, ein bisschen kreuz und quer. Machen jetzt ein bisschen Gelb dazu, dass es heller wird. Und nochmal, wir sind schließlich auf einer Wiese. Und ein anderes Grün, dunkleres. Und halte den Pinsel ziemlich locker,
so aus dem Handgelenk raus. Gut. Und weil es so schön ist, machen wir das Ganze jetzt in eine andere Richtung, und zwar hier mit meiner blaue Glitzerfarbe. Die tue ich mir hier ein bisschen anmischen. So. Und da machen wir jetzt das Ganze von oben ganz leicht. Das ist schon ziemlich gut getrocknet hier oben. Fahre ich jetzt hier rein. Das Rot löst sich noch ein bisschen, muss man aufpassen. Es darf auch ruhig noch ein bisschen so was, eine weiße Farbe übrig bleiben. Macht nichts. Mir kommt es darauf an, dass so ein wenig Blau von oben runterkommt. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht, aber das glitzert tatsächlich so ein bisschen. So. Das darf man trocknen. Das andere ist leider noch zu nass. Da kann ich gar nicht weitermachen. So, dann muss ich euch mal kurz ausstellen. Ich hole mal den Föhn und ich föhne das mal gerade. Ne? Bis gleich. Ciao. So, hallo. Jetzt bin ich wieder da. Ich habe es getrocknet. So, ja. Einigermaßen geht so. Jetzt wechseln wir gerade wieder. Also ihr müsst nicht zwei Bilder machen, um Gottes Willen. Ich habe halt zwei so Blöcke, bei mir ist jetzt kein Thema. So, und jetzt machen wir hier so ein bisschen grünes Gras rein. Ja, sieht ein bisschen nach Zerstörung aus, aber ich hoffe mal, es ist nicht so. Manche denken, was macht die Frau da in der Kiste? Aber ich hoffe, es kommt was einigermaßen raus, was man hinterher angucken kann. So. Wir kommen oben, von oben runter mit Blau. Ganz locker. Da, ihr dürft auch so ganz leicht über die Blume gehen, das ist egal. Das, aber es ist sehr verdünntes Blau. So. Und da dazwischen, wo man gut mit, ihr seht, das ist ein riesiger Pinsel, wo man gut mit dem Pinsel hinkommt. So. Perfekt. Das föhne ich jetzt wieder und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Jetzt haben wir alles getrocknet, das heißt, das da auf jeden Fall. So sieht es jetzt aus. Ich weiß nicht, ob ich mal mit dem Licht weiter herkomme. Also, sieht noch nicht so besonders aus, aber wir haben jetzt Farbe verteilt. Gras drin, Himmel drin. Ja, und jetzt geht's los. Und zwar ganz einfach. Die Aquarellfarbe brauchen wir jetzt nimmer. Aber was wir brauchen, ist ein ganz normaler schwarzer Stift. Ich habe hier die super billig Variante vom Supermarkt, der mit A anfängt. Ich glaube, da ist es her. Und das ist jetzt für manche vielleicht so ein bisschen schwierig, aber ihr müsst euch einfach getrauen. Und zwar, ich umrahme jetzt einfach diese Farbfläche. Und zwar alles, was ich da sehe. Ich sehe hier zum Beispiel dieses Gelb. So, das hat jetzt eine komische Form. Sieht nicht wirklich aus wie eine Blume. Macht nichts. Da ist noch so ein gelber Kreis. Da mache ich einen Kringel drumherum. Dahinter ist was Gelbes, das rahme ich ein. Und hier ist was und hier ist was Pinkfarbenes. So. Und jetzt überlege ich mir kurz, was könnte das für eine Blume sein oder überhaupt, dass irgendwie wie eine Blume aussieht. Jetzt gehe ich einfach mal da unten rum und ich setze hier vielleicht noch ein Blatt dran und unter sowas und ich mache so einen Stiel dran. Genau wie hier. Aus dem hier erstmal so drum rumfahre. Da ist noch so ein gelber Fleck. Da könnte man noch eine Linie reinmachen. Da ist was Helles. So, fertig. Das da einmal schön drumrum. So, da hängt noch was dran. Da unten ist auch noch was dran. Ich teile das jetzt mal. Vielleicht noch mal so. Mehr mache ich hier nicht. Hier ist ein Stängel. Den fahren wir mal so runter. So, da ist jetzt was Gelbes. Und alles, was ich sehe, was hier solche... Ich hole euch mal näher. Einen Moment. Okay.
So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe jetzt eine Weile gebraucht, um zu gucken, wie ich das mit dem Handy einrichte. Ihr wisst ja, ich bin ja hier der Anfänger. Ja, also mein Handy liegt jetzt auf einer Kerze drauf, auf einer Duftkerze. Und jetzt schauen wir mal, ob ich euch diesen Bereich hier zeigen kann. Also nochmal. Hier ist so ein blauer Fleck, da ist was Gelbes dabei, da geht so, für mich geht hier so ein Stängel runter. Und jetzt fangen wir einfach an, den gelben Fleck auch zu umkreisen. Die blaue Fläche, genauso krumm und schief wie die ist. So, viel mehr mache ich hier nicht. Mache hier sowas vielleicht dran. Und jetzt fahre ich mal diesen Stiel hier runter. Da, wo natürlich der Stiel unterbrochen wird, unterbrecht ihr auch. Das Gelbe wird eingekreist. Hier haben wir ein größeres Blatt, könnte das werden. Schauen wir mal. Hier kommt eine grüne Fläche durch, die ist dunkler. Hier haben wir was Gelbes. Das nehme ich genauso, wie es passiert ist. Wie es meine Natur von meinem Pinsel aus einfach gemacht hat. So. Da haben wir was Gelbes. Hier was Blaues. Und dann fahren wir mal einfach dem hier nach. Ohne nachzudenken. Es geht darum, ihr sollt entspannen, ihr sollt ohne zu denken einfach mal das nachfahren, was ihr hier seht, was einfach so entstanden ist. Natürlich ein bisschen aufpassen muss man, weil wenn man jetzt überlegt, ein Stängel, der läuft vorne und einer läuft hinten, dann macht man da natürlich schon mal so eine Unterbrechung oder so. Aber das kriegt ihr hin. So, das umrahmen wir auch. So, da oben. Einfach mal so. Hier einmal rund. Hier ist für mich innen noch eine andere Fläche. Das Grüne nehme ich so mit. In dem Gelb hier, seht ihr, da ist auch noch mal so ein bisschen unterbrochen. Und das ist eben die ganze Sache. Ihr umkreist einfach nur so einzelne Fläche. Was ihr aber auch machen könnt, ist einfach mal so ein Blatt hinmalen. So ein ganz einfaches, so ein süßes Blatt, das schadet nicht. Oder der Stängel, der ist mir viel zu dick, jetzt halbiere ich den einfach und mache, wie wenn es zwei sind. Vielleicht gehe ich mit einem mal dahinter hoch, mache den mal so ein bisschen länger. Hier können wir so eine Struktur reinmachen, wie von einem Blatt. So, aus dem machen wir ein extra Blatt. Und aus dem haben wir auch noch mal eins. So. So, jetzt haben wir hier so eine schöne blaue Blume, gibt es. Da grenzen wir einfach noch so ein bisschen ein paar Fläche ab. Wir können auch einfach so machen, wie wenn da so ein Blatt drin wäre. So was hin. Ich mache hier einen Stängel runter. Könnt hier so kleine Blätter dran malen. Da kommt so eine grüne Fläche. Ja, das seht ihr jetzt nicht. Ich muss aufpassen, wo die Kamera ist. So hier. Hier können wir runterfahren. Diese Fläche hier abgrenzen. Und wenn ich eben mal, es ist schon spät, ich sehe nicht mal so gut. Ich müsste mal gucken, wo meine Brille liegt. Wenn ihr mal daneben gemalt habt, dann macht es nichts. Also ich zeige euch mal hier. Ich würde das jetzt ausmalen, sonst male ich hier zu weit. Ist gar nicht so einfach falsch zu malen. Da ist so eine lila Fläche. So. Da haben wir so eine größere gelbe Geschichte. So, jetzt seht mal hier. Und ich verschiebe euch gerade mal. Hier habe ich jetzt nicht schön diese Linie getroffen. Jetzt male ich die einfach hinterher nach. So. Und jetzt würde ich mir einfach überlegen, ich fahre mal hier hoch, wie wenn das ein Blatt ist. Und ich fahre hier runter, wie wenn das auch ein Blatt ist. Oder das könnte also eine Tulpe noch sein oder so. Die können wir vielleicht hier so machen. Jetzt ist es wie eine Tulpe. Dann machen wir aus der vielleicht auch eine. Mache da so einen Stiel dran. Und das dahinter, das lasse ich jetzt einfach mal so. Da fällt mir jetzt selber gerade nichts ein. Ist egal.
Da gehen wir runter, da haben wir was Lilanes. Moment, ich nehme mich gerade mal mit. So, mal gerade mal hier. So, hier haben wir eine rote Fläche. Wir noch mal eine rote Fläche daneben. Jetzt fahren wir hier runter. Machen da so ein kleiner Stiel. Und hier auch. Da kommt was schönes Gelbes. Da machen wir schön so einen Kreis drumherum. Da guckt das Grüne durch, aber das lasse ich einfach. Ich finde, das stört nicht. Der Stängel ist mir zu dick. Den halbieren wir einfach. Achtung, ich schiebe euch gerade mal hoch. Den halbiere ich von hier oben. So, ich habe hier noch. Und ich würde hier noch einen Strich machen. Aus dem hier könnte ich so ein Blatt machen. Jetzt sind wir eben an dem Punkt. Es ist nichts vorgeschrieben. Ihr könnt wirklich einfach machen, was euch gefällt. Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig auf der, in der Kamera sieht. Hier ist so eine ganz leichte grüne Fläche, die geht hier hoch. Und die hole ich mir jetzt einfach gerade nochmal raus. So, nehme ich mit hier hoch. Oh, was haben wir denn jetzt für einen Schatten? Moment mal. Vielleicht so besser. So, okay. So. Also da braucht ihr keinen teuren Feinliner-Stift kaufen. Wie gesagt, das ist so ein Supermarktteil, was es im 3er, 4er Pack gibt. Und da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn der irgendwann nicht mehr tut, was er tun soll. So. Ich fahre hier mit der grünen Pflanze hier mal weiter. Ja, die unterbreche ich jetzt nochmal. Hier würde mir gefallen, wenn da so ein kleines Blättchen rauskommt. Und hier auch. Also es ist schon ja, wir sind hier im sehr kleinen Bereich. Das ist ja kein großes Blatt Papier. Was wir das haben, das ist mit Madina 5. Das ist so Pushkarte-Größe oder so wird es sein. So, da mache ich jetzt einfach mal so einen Stängel runter. Der muss nicht grün sein, das ist ja gerade egal. Ja. Wollen wir hier oben noch was machen? Machen wir mal hier oben die große, hier die gelbe. So. So. Erstmal schön drumrum. Großzügig. Braucht euch gar keinen Kopf machen. Einfach mal die Außenkontur so einigermaßen. Schaut euch das mal an. Ich sehe hier so ein pinkfarbener Punkt, dann mache ich da einfach mal, den hole ich mir hier raus. Und ich für mich erkenne jetzt hier schon mal, oder würde sagen, das könnte jetzt ein Blatt sein. Ich würde auch hier ein Blatt einzeichnen und hier, obwohl hier gar keine Farbe drauf ist. Aber das macht ja nichts. So, jetzt machen wir da einfach wie so eine Blume draus. Eine Blume hat auch einen Stängel, das heißt, ich mache hier unten einer dran. Ganz dünn. Und da geht hier dann einfach irgendwo weiter. Dann noch so eine schöne blaue Geschichte. Da könnte so ein bisschen zackig was machen. So was Pinkfarbenes drunter. So. Dann haben wir wieder kleine Blätter dran. Ganz filigran. Und holt auch mal wieder Luft. Es soll euch nicht anstrengen. Es soll, wie gesagt, es soll euch entspannen. So. Also immer schön weiteratmen. Kann gar nichts denken. Einfach hier mal diese Fläche nachmalen. Machen wir wieder ein Blatt draus. So. Diese rote Geschichte umrahmen wir auch.
Auch jeder kleine Tupfer kriegt bei mir so ein kleines Kleid drumherum in Schwarz. Das ist so eine Mischung aus Aquarell und Gedudel. Dudel, das ist auch so ein Wort. Keine Ahnung, wer es erfunden hat. Ich weiß bis heute nicht so richtig, was es heißt. Aber ich glaube, das, was ich hier mache, das nennt sich Dudeln. So. Zumindest nenne ich das jetzt so. So, die Gestänge hier, dann halbieren wir. Der ist schon ein bisschen zu groß. Da machen wir mal so einen Ast dran, so einen Stiel. So. Jetzt könntet ihr mir da natürlich stundenlang zuschauen, aber ich glaube, da wird das Video viel zu lange. Darum denke ich, werde ich euch jetzt mal abschalten. Und ich mache jetzt weiter. Oder ich lasse euch noch eine Weile mitlaufen und mache dann nachher auf Speed. So. Ich bin jetzt einfach mal leise. Ich denke, ich lege euch später im Video einfach Musik drunter. Und dann könnt ihr entspannen bis zum Schluss. Ich sage euch jetzt schon mal Tschüss. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar unter das Video gebt. Wenn ihr es vielleicht mal selber probiert habt. Ihr könnt mir ja gerne irgendwo vielleicht dann euer Bild in Facebook oder so und das unter meinen Kommentar oder unter mein Video hängen. Da bin ich sehr gespannt. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche diese Woche. Ich denke, ich werde ein paar Tage brauche, um das Video zu schneiden, weil nämlich ein Video nur aufzunehmen, das ist die eine Sache. Das muss aber auch noch geschnitten und bearbeitet werden und das ist eine ganz andere Sache. Und das dauert eigentlich, ich würde fast sagen, doppelt so lang, mindestens. Und wenn man so eine alte Laptop-Geschichte hat wie ich, dann dauert das Hochladen von so einem Video, was am Schluss nur 7-8 Minuten geht. Also fürs Hochladen brauche ich da mehrere Stunden. Das läuft dann bei mir über Nacht. Ja. Aber das macht nichts. Ich mache es trotzdem gern. Und ist ja mein neues Hobby. Das habe ich mir selber ausgesucht. Und ich freue mich, dass ich was gefunden habe, was mir Spaß macht, eben dieser technische Bereich von dem Videoschneider und alles, plus das Kreative, plus das Junk Journal, was ich ja vor kurzem noch gar nicht gekannt habe. Und jetzt mache ich das andauernd. Diese Seite hier, die ich jetzt hier mache, die kommen vermutlich auch in mein Junk Journal rein, irgendwo. Also zumindest mal eine davon. Schauen wir mal, was so passiert, was mir da noch so einfällt. Da nehme ich euch dann wieder mit. Da können wir dann mal zusammen so eine Seite gestalten, wie ich das mache. Und ja, so, und jetzt halte ich meinen Schnabel. Wie gesagt, ich wünsche euch was. Schlaft nachher gut, falls ihr nachher auch ins Bett geht, so wie ich. Tschüss, bis bald. So, jetzt bin ich noch mal da. Ich würde sagen, ich habe es jetzt fertig. Jetzt machen wir gerade mal die Ränder hier runter. Also zumindest das eine habe ich jetzt fertig gekriegt. Das andere schaffe ich jetzt heute nicht mehr, aber ich möchte euch einfach mal zeigen, wie es jetzt rausgekommen ist. So, da oben ist ein bisschen Farbe hingekommen, das kann man dann noch wegschneiden. So, schaut es euch mal an.
Also für das, wie es am Anfang ausgesehen hat, denke ich, sieht es jetzt ganz gut aus. Also mir gefällt es. Ich werde es in meinen Junk Journal einkleben und mich hat es sehr entspannt. Ich kann jetzt wunderbar einschlafen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Also, tschüss, Daumen hoch, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.